Wir stehen jetzt hier vor dem Sportzentrum in Laubenheim. Und Herr Strothkötter, was passiert denn hier in Ihrer dritten Amtszeit? Ja, ich hoffe, hier passiert sehr viel. Man hat nämlich hier in unserem Sportzentrum erhebliche bauliche Mängel festgestellt. Es gab also umfangreiche Untersuchungen seitens der Gebäudewirtschaft Mainz. Und es hat sich herausgestellt, dass wirklich eine umfassende Sanierung nötig ist und vielleicht auch ein Neubau. Ja. Welcher Teil des Gebäudes ist von den Sanierungsmaßnahmen oder wird von den Sanierungsmaßnahmen betroffen sein? Besonders das Dach des Gebäudes ist stark renovierungsbedürftig bzw. geschädigt. Und das steht also zunächst mal im Vordergrund, aber noch viele weitere andere Gewerke sind halt nicht mehr in einem Zustand, sodass bei einem Betrieb gesichert sein wird. Und in welchem Stadium befindet sich das Projekt? Wann könnte es da möglicherweise losgehen mit den Arbeiten? Ich denke, in meiner Amtszeit müsste das erledigt werden. Und ich denke, ja, in den nächsten Jahren. Das ist also ganz klar, dass uns die Halle, die wir ja ganz wichtig, Sportzentrum ist ja für Laubenheim ganz wichtig, im kulturellen Sinne natürlich auch. Es geht einfach darum, das schnellstmöglichst umzusetzen. Wir stehen jetzt hier im Laubenheimer Ried. Und Herr Strothkötter, können Sie mal kurz erklären, was ist das für eine Fläche, die wir hier hinter uns haben? Ja, wir stehen ja auf einer städtischen Fläche, die mit 1, 2, 3 Bäumen bewachsen sind, wie Sie sehen, und da stehen Ruhebänke. Und diese Wiese ist so im Mittelpunkt unseres Fokus gerückt für eine naturnahe Gestaltung. Das heißt, es soll nicht nur Gras wachsen hier, es soll eine sogenannte Bienenweide entstehen auf Teilen dieser Wiese. Wir sind immer überlegen im Ortsbeirat, ob wir Streuobst hier anpflanzen sollen. Man könnte sich gut vorstellen, wenn da interessierte Bürger sind, einen Obstbaum von alten Sorten zu spendieren. Man könnte sich vorstellen, dass man hier eine Trockenmauer vielleicht anlegt, um die Artenvielfalt hier auch für die Laubenheimer zu präsentieren. Ja. Soll es auch so eine Art Vorbildcharakter haben? Ja, genau, Sie sagen es. Ne? Man soll einfach sehen, dass eine Rasenfläche an sich, die da einfach schön grün ist, noch nicht alles ist, sondern dass man noch viel, viel mehr tun kann. Ja. Wie schnell könnte man sowas umsetzen? Ja, das müsste diesen Herbst begonnen werden und im nächsten Frühjahr geht's los. So, wir stehen jetzt hier am Laubenheimer Rheinufer. Man sieht hinter uns alles hier eine große Baustelle. Herr Strothkötter, was passiert hier und was war hier vorher? Ja, vorher war hier das Laubenheimer Strandbad bis in die Mitte der 60er Jahre. Dann wurde halt der Rhein immer schmutziger und man hat es aufgegeben. Danach ein Campingplatz, der vor 5, 6 Jahren dann hier auch nicht mehr betrieben wurde. Jetzt soll hier eine Liegewiese angelegt werden, zwar eine naturnahe Liegewiese mit einer entsprechenden Grüngestaltung, die sich dann weiter über diesen ganzen Platz ziehen wird. Und man muss das auch alles im Zusammenhang sehen mit dem blauen Band. Das ist die Rheinufergestaltung, die ja in Laubenheim den ganzen Uferbereich völlig neu gestalten wird. Und es soll sich dann eine wirklich ganz tolle ökologische Fläche entwickeln, wo wir Laubenheimer und auch die Mainzer natürlich einen riesigen Sprung nach vorne in Sachen Natur machen werden. Also geplant, dass Sie jetzt ein Bier am Rhein oder ein Wein am Rhein genießen können, ist für nächstes Jahr. Und die Arbeiten sehen Sie ja laufen hier. Ich denke mal, dass Ende dieses Jahres und Anfang nächsten Jahres das denn fast fertig ist. Wir stehen jetzt vor der Laubenheimer Grundschule, einem weiteren Ort, an dem in der nächsten Amtszeit was passieren wird. Was genau steht hier an, Herr Strothkötter? Ja, es steht ein Neubau dieser Grundschule an, und zwar an dieser Stelle. Darüber bin ich sehr glücklich, muss ich sagen, weil der Weg bis zu diesem Neubau sehr lang war und nach einer Mediation mit den Anwohnern, mit den Lehrern, mit den Eltern, der Schüler natürlich, hat man sich auf diese Maßnahmen und auch auf diese Struktur geeinigt, wie die Schule gebaut wird. Sie wird modern, kinderfreundlich und fortschrittlich. So. Und was passiert mit den Kindern während der Bauzeit? Ja, eine gute Frage. Es gibt eine Ersatzschule in Laubenheim mit Containern. Und die ist im Riedweg untergebracht, auf einem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei. Und die wird zurzeit installiert, beziehungsweise die Planung laufen da auf Hochtouren, sodass wir, ich hoffe, im nächsten Frühjahr anfangen können zu bauen.
Und wann soll hier dann eine neue Schule voraussichtlich stehen? Ja, ich denke noch in meiner Amtszeit. So ein Projekt wird sicherlich 3 Jahre dauern. Ja, jetzt stehen wir hier am Spielplatz bzw. auf dem Bolzplatz am Jungstück. Sieht ganz friedlich hier aus, ist aber ein umkämpfter Ort gewesen in letzter Zeit. Herr Struttkötter, wie sah hier die Planung für die Kita aus, die hierhin hätte kommen sollen, aber jetzt erstmal zumindest nicht kommt? Ja, der Stadtrat hat 2017 diesen Beschluss gefasst, hier eine Kita hinzubauen. Damit wäre natürlich dieser Bolzplatz weg gewesen. Der Spielplatz würde dann allerdings trotzdem teilweise erhalten, der dann einfach vom Kindergarten und den Bewohnern mitgenutzt würde. Ja, und dann können Sie sich vorstellen, dass das ja ein sehr sensibler Bereich ist. Hier wohnen sehr viele Menschen, auch mit vielen Kindern. Es gab dann sehr schnell Proteste. Und der Ortsbeirat hat diese Proteste natürlich entsprechend aufgenommen und gefordert, die Kita woanders hinzubringen oder unterzubringen. Aber es scheiterte bislang immer an einem geeigneten Grundstück. Wie ist denn die Kita-Situation generell in Laubenheim und um wie viele Plätze ging es oder geht es bei dieser neuen Kita? Das ist die zweite Sichtweise. Laubenheim ist laut Statistik jetzt am schlechtesten versorgt mit Kita-Plätzen. Uns fehlen quasi über 70 Plätze. Da kann man überhaupt nicht mit zufrieden sein. Man muss sich nur vorstellen, dass unsere Kinder dann irgendwo in irgendwelche Einrichtungen verfrachtet werden, fern ihrer Wohnnähe. Das geht gar nicht. Und da gibt es natürlich einen Konflikt. Und wie sehen jetzt in dieser Frage die nächsten konkreten Schritte aus? Ja, von Seiten der Verwaltung bzw. vom Dezernat will man jetzt hier die anliegenden Bürger einladen, die Benutzer des Spielplatzes und die Vertreter der Kindergärten, um hier nochmal zusammenzukommen und die Lage zu besprechen, was möglich ist und was nicht geht, beziehungsweise dann den alternativen Standort, der ja im Raum steht, den Menschen nochmal vorzustellen, sodass wir vielleicht hier eine harmonische Lösung finden.